Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sind mitten in der Story. Wir müssen gucken, dass wir hinter Rania hinterher reiten, die sich schon auf die Socken gemacht hat. Wir wollen zu Kirsty in dieser Folge. Die gute Kirsty, die wir auch noch überzeugen müssen. Wir brauchen, sind ja hier auf Stimmenfang, ne, und wir geben ja hier wirklich alles für die Mama von Rania, damit sie hier genügend Wahlstimmen zusammenbekommt und die Wahl gewinnt letztendlich. Das ist hier eine spannende Geschichte. Ja, und wie gesagt, Kirsty scheint jemand zu sein, die noch nicht lange hier wohnt. Sie wohnt abseits von allem. Ich glaube, das ist recht weit draußen, so wie mir das jetzt hier gesagt wurde. Und ich freue mich echt, dass ich diesen Stall hier ausgesucht habe. Dann sparen wir uns nämlich wirklich so einige Strecken. Weil das ja nun doch eine umfangreiche Geschichte ist. Und wir wollen mal gucken, was wir für die gute Dame erledigen müssen. Wir haben ja schon uns ordentlich betätigt, ne, so als Stallbursche und Wanderführer. Ja, Wanderführer waren wir ja nicht, aber den Wanderführer haben wir gerufen, der dann gleich hier irgendwie total den Eindruck auf die Mädels gemacht hat, die hier zum Trailreiten gekommen sind. Und dann haben wir Cora geholfen, hier eine total natur- und tierverbundene junge Dame, die hier am Wald in einem kleinen Häuschen wohnt. Ja, und irgendwie offensichtlich die Sprache der Tiere versteht. Der haben wir auch geholfen. Wir haben Pilze gesammelt in der letzten Folge und haben die zu Avalon gebracht, der ein guter Freund von ihr zu sein scheint, was mich jetzt nicht überrascht, denn ja, die sind sich schon irgendwie ähnlich. Ja, ne, und jetzt bin ich sehr gespannt auf Kirsty, wer das ist. Schauen wir doch mal. Und das dauert, Leute. Das sind hier Strecken. Das sind Strecken. Oje, oje. Und wir sind hier schon dabei, unserem Pferd hier die Sporen zu geben. Hätte ich jetzt beinahe gesagt. Natürlich nicht. Wir haben ja keine. Ne? Wir reiten hier komplett ohne Sporen und ohne Gerte. Ne? Ja, wir brauchen das nicht. Die hören hier alle so auf uns. Brauchen wir nicht solche Hilfsmittel. Wir haben halt auch so eine besondere Beziehung. Aber das haben sie uns ja sowieso schon vorausgesagt. Bis jetzt kann ich noch nichts erkennen, aber wer weiß, was da noch kommt. Wir scheinen hier auf jeden Fall einen guten Draht zu Pferden zu haben. Und ja, jetzt kommen wir hier angerauscht. Hoffentlich sind wir gleich mal da, aber das sieht ganz danach aus. Doch, wir kommen näher. Wir kommen näher. Es wird spannend, liebe Leute. Und Rania ist natürlich, wie gesagt, die ist wie eine Rakete abgebrochen schon in der letzten Folge. Ja, da konnte ich nur noch hinterher winken mit Celine. Ne? Da war schon alles zu spät. Da war die Gute einfach schon weg. So. Ja, und ich gucke jetzt gleich erstmal kurz nochmal ganz kurz, was mein Aufnahmeprogramm so macht, ob es mitmacht, ne, oder nicht. Ne? Das wissen wir alles nicht. So, und hier sind wir auf jeden Fall angekommen. Erbe des Gehöfts. So. Sehr schön. So, das ist Kirsty Griswold offensichtlich. Ja, die hat aber hier eine Riesenanlage, oder nicht, ne? Schön. Ach, das ist aber hübsch, ne? Ist auch schön hier, ne? So, ja, doch. Die haben ja hier schon gute Sachen hingebaut. Schade eigentlich, dass man hier die Gebäude nicht betreten kann. Das würde mich doch mal interessieren, wie es von innen aussieht, ne? Hey, du hast ein Pferd. Also kennst du dich mit der Farmarbeit aus. Hilf mir. Ja, bitte wäre vielleicht so das Zauberwort, aber wir haben ja einen Plan, ne? Wir lassen uns das jetzt ausnahmsweise mal so gefallen, weil wir die Frau auf unsere Seite kriegen müssen. Sonst hätte ich da jetzt was gesagt, aber egal. Tut mir leid, dass ich beinahe ausgeflippt bin. Ich bin gerade von Jorvik City hergezogen und beinahe allein hier draußen mit all der Verantwortung. Ja, okay, jetzt hat sie es selber gemerkt und hat sich sogar entschuldigt. Jetzt guckt euch das mal an. Und sie ist alleine mit den ganzen Hühnern, mit einem Huhn, was hier gerade spazieren geht. Ja, ja, gut, das ist auch doof. Alleine hier. Dein Großvater war ein Freund der Familie. Es ist so schön, wieder jemand hier auf dem Gehöft zu sehen. Vielen Dank. Rania, nicht wahr? Ich erinnere mich, dass ich dich vor ein paar Jahren kennengelernt habe. Du warst damals ziemlich schüchtern. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass du ein Pferd hattest. Du bist eine gute Reiterin geworden. Ja, und sie scheint aber so ganz nett zu sein, bis auf dass sie gerade etwas hektisch war. Dellinger ist wie mein sehendes Pferdeauge. Er hat meine Welt erweitert. Dank ihm habe ich Celine hier kennengelernt. Ja, genau. Aber wir erklären das jetzt nicht, wie das genau passiert ist. Ne? Wir wollen ja hier keinen verschrecken, liebe Rania. Ne? Die ist ja manchmal so ein bisschen so das Plappermaul. Du weißt gar nicht, was für eine Erleichterung das ist. Landwirtschaft bedeutet im wirklichen Leben viel mehr Arbeit als in Videospielen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ihr Lieben. Ich weiß das sogar. Ich weiß das. Oh. Das ist auch anstrengend. Also man hat da ja auch so mal mit zu tun gehabt. Jetzt nicht so direkt, aber man hat halt einen Bekanntenkreis, der hat damit zu tun und dann reicht das auch. Ja, kriegt man einiges mit. So, und wir haben auch gleich drei Aufgaben. Auweia, Leute, ich sehe uns hier durch die Landschaft sprinten. Hoffentlich schaffen wir das in eine Folge zu packen. Ich gebe mir Mühe. Farmer Steve.
Ich habe die Bücher meines Großvaters durchgesehen und es sieht so aus, als hätte er viele Geschäfte mit jemandem namens Steve gemacht. Kein Nachname, nur Steve. Den Namen gibt es so oft. Ich weiß, es ist wahrscheinlich weit hergeholt, aber kennst du irgendwelche Farmer namens Steve? Ja, wirklich? Toll, vielleicht könntest du mit ihm über meine Krähenkrise und Entenprobleme sprechen. Ernteprobleme, Entenprobleme, Leute. Ja, mit Enten kann man auch Probleme haben, also das geht auch, aber sie hat Ernteprobleme. Schön. Ja, das machen wir doch. Wir sind gar nicht mal so, was sollen wir noch machen? Wir nehmen alles an jetzt hier. So, wir sind ja auch in der Ecke. Big Bonnie wohnt da auch. Laut Opas Notizbuch hat er das letzte Mal, als er Reparaturen durchführen lassen wollte, jemanden namens Big Bonnie angerufen. Das kann keine reale Person sein, oder? Wie sollen wir sie jemals aufspüren? Ach doch, die ist real. Die sieht ein bisschen aus, als käme sie vom anderen Planeten, aber ansonsten ist sie völlig real. Ich weiß auch, wo die wohnt. Was? Du kennst sie wirklich? Ja, ich kenne sie. Das ist toll. Dann kannst du sie vielleicht bitten, vorbeizuschauen, wenn sie Zeit hat. Na klar, ich habe auch einen guten Draht zu ihr, weil ich habe die gute Dame nämlich aus dem Silo gerettet. Die ist mir hier noch was schuldig. Als ich hier ankam, tauchte dieser junge Andi mit einem Huhn auf. Er hat gesagt, es wäre ein Einweihungsgeschenk ohne Hintergedanken. Und wenn ich noch mehr Tiere bräuchte, sollte ich mich bei ihm melden. Was ist eine Farm ohne Tiere, richtig? Stimmt, das geht gar nicht, ne? Ich habe das komplette Tierset geordert. Er hat es die Old McDonald's-Sammlung genannt. Ja, tja, die Hälfte der Tiere ist angekommen, aber ich habe noch nichts von den Kühen gesehen, die er mir versprochen hat. Könntest du diesen Andi auftreiben und nachschauen, was ihn auffällt? Na klar, den kenne ich. Den kenne ich, das ist unser Andi mit dem Hühnerstall da unten, das wissen wir ja. Ja, Leute, wo fangen wir denn zuerst an? Gute Frage. Ich würde ja fast sagen, wir tendieren mal... Ja, wir gehen jetzt einfach, wir machen Folgendes. Wir gehen erstmal nach Silverglade, wir machen das der Reihenfolge nach, zu Steves Farm. Und wir treffen uns auch direkt dort, dann geht das nämlich etwas flotter. Also, bis gleich. Ja, Leute, gut, dass es hier Hänger gibt, ne? Oioioi, und die habe ich auch nicht gesehen. Jetzt gerade habe ich sie jetzt erstmal umgenietet. Sorry, so sorry hier. Ja, und wir müssen als erstes mal irgendwie, wir gehen mal als erstes hier zu Steve, ne? Der steht hier direkt hier, wenn wir schon ankommen, mal gucken. Reden wir doch mal mit dem zuerst. Und ich muss mich echt beeilen, Mensch. Das wird aber schwierig. So. Hallo, Celine. Wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen. Was kann ich für dich tun? Ja, du kannst uns hier helfen. Wir haben hier ein kleines Problem mit so einer Dame, die da hinten irgendwie in Dandal dazugezogen ist. So. Kirsty Griswold? Sie ist doch nicht mit Birk Griswold verwandt, oder? Ach ja? Ich und Birk haben uns lange gekannt. Er war wie ein Mentor für mich, als ich mit meiner Farm begann. Deshalb wäre es mir eine Ehre, mich zu revanchieren und seiner Enkelin zu helfen, Fuß zu fassen. Ja, das ist aber nett. Es hört sich so an, als ob sie zuerst mal eine gute Vogelscheuche braucht. Die Sache ist die, Krähen erschrecken sich heutzutage nicht mehr so leicht. Sackleinen und Stöcke machen ihnen keine Angst mehr. Du brauchst etwas Besseres. Aha. Ich sage dir, was du tun kannst. Ich erinnere mich, dass ich in Donalds Laden in der Stadt eine Kiste mit alten Halloween-Kostümen gesehen habe. Such dir eins davon aus. Ich glaube, im Schuppen steht ein alter Rechen, den du als Stange benutzen kannst. Und wenn du schon mal dort bist, bring etwas Heu aus dem Stall mit. Wenn du diese Dinge hast, dann komm wieder zu mir. Ja, das können wir natürlich mal irgendwie machen. So, Moment. Da vorne ist das Heu. Ne, das ist doch, da ist es schon. Huch, Moment. So, und jetzt müssen wir nochmal zum Stall. Da ist irgendwie der Rechen, hat er gesagt. Und dann irgendwie in die City. Tja, wenn wir in die City gehen, dann kommen wir auch eigentlich direkt hier. Ja. Oh je, Mensch. Ach so, da hinten. So, da hinten. Ah, alles klar. Meine Güte. Hier, da müssen wir hin. Jo, zack, das haben wir. Wo sollen wir jetzt hin? In die Stadt? Wir sollen in die Stadt. Ja, komm, dann gehen wir mal in die Stadt, ihr Lieben. Können wir gleich direkt Big Bonnie anhauen, weil die ist ja auch noch da oben. Dann ist das ein Abwasch, würde ich mal so sagen. Dann haben wir das doch gleich alles auf einmal erledigt. Ne? Wir sind ja hier total flexibel. Ja, ich rase hier durch die Stadt. Super Sache. Wie jetzt, Moment, eine Kiste sollen wir jetzt suchen. Ach du Schande, wo ist denn die Kiste, ne? Nee, Leute. Hoffentlich finde ich die jetzt auch. Die Kiste. Was hat er gesagt? Eine Kiste? Ja, wenn ich mich jetzt natürlich ein bisschen doof anstelle beim Suchen, dann wird das nichts mit unserer Aufnahme. Ach, da hinten ist er. Das sieht doch gut aus. So, das war auch nochmal ganz knapp dran vorbei. Hier ist die Kiste. Wir haben alles. Super. Das können wir gleich abgeben. Machen wir aber gleich. Wir gehen erstmal zu Big Bonnie. Die ja da oben wohnt. Nee, wir sind ja ein Fuchs, ne? Wir wissen ja, wie wir es machen.
Die hat ja hier dieses Haus in der Mitte. Ja, so. Da haben wir auch noch gleich was erfüllt und erstmal die Treppen hochgetrappt. Juhu. Was wir nicht alles können hier, ne? Sagenhaft. So, hier sind wir. Hallo, Big Bonnie. Wir brauchen mal deine Hilfe. Bei allen Zahnrädern, du schon wieder. Was gibt es denn diesmal für ein Problem, Celine? Fliegt die Zeit wieder davon? Lass mich schnell mal ein Netz holen. Wie die Zeit fliegt davon? Wie bitte? Auf Burgs Gehöft braucht jemand technische Hilfe, ja? Ich liebe diese alte Farm. Wenn ich meine Augen schließe und mir eine Farm vorstelle, sehe ich genau diese Farm in meinen Gedanken. Nichts gegen Steve, aber Burg Griswold hat es wirklich drauf, eine Familienfarm zu errichten. Wenn seine Enkelin Hilfe bei den Maschinen braucht, kann sie auf Big Bonnie zählen. Ja, super, das ist ja schon mal toll. Und was braucht sie denn jetzt? Kommt die jetzt so mit oder wie? Ich schnappe mir nur mein Werkzeug und gehe gleich zum Gehöft. Super, Moment mal, es ist alles weg. Das schlägt ja fast den Boden aus. Natürlich nur im übertragenen Sinn. Oh ja. Wie konnte ich nur so dumm sein und gefährliche Geräte wie diese in der ganzen Stadt zurücklassen? Wenn der Stadtrat das herausfindet, lässt er mich in einem Jutesack aus der Stadt jagen. Ja, nee, bloß nicht. Also wir haben die ja mit einem Jutesack hier wieder zurückgebracht. Na, das wollen wir uns nicht nochmal angucken. So bin ich auch in die Stadt gekommen, wenn ich zurückdenke. Ja, weiß ich doch. Ich war die, die geritten ist. Ich war die mit dem Pferd. Auf jeden Fall müssen wir das Werkzeug finden, bevor Silverglade ins Verderben gestürzt wird. Ja, sehe ich auch so. Das wollen wir ja hier alles nicht riskieren. Das hört sich ja total oberdramatisch an. Und da hinten liegt schon was. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier uns überall da hinbegeben, wo wir jetzt... Oh, ich habe nichts gefunden. Oh nein, Leute, jetzt ist das noch sowas hier, wo man jetzt suchen muss und nichts findet. Aber wir haben den Hammer... So, vielleicht haben wir auch mal Glück, ne, und finden die Sachen doch ein bisschen schneller. Kann ja auch mal sein. So, da ist bestimmt wieder nichts, habe ich mir gedacht. War ja klar. Ich wusste es. Und hier ist bestimmt auch nichts. Würde mich wundern. Ja, war ja klar. War ja klar. Oh nee. Und die Zeit läuft. Schaffe ich das überhaupt hier? Schaffe ich das denn? Oha, Leute. Oha. Tja, ich habe jetzt mal kurz einen Blick riskiert. Sieht nicht so gut aus, ne? Ja, wir müssen uns jetzt mal hier irgendwie ein bisschen Stoff geben. Moment, da vorne ist auch noch was glitzert. Ich bin aber auch ein bisschen... So, hier haben wir schon den Schraubenzieher gefunden. Leute, ne? Tja, was soll ich sagen? Hüpft mal hier über den Zaun. Leute. Ja... Ich weiß es ja nicht. Also ich weiß nicht. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal hier kurz nochmal in den Turm da hoch. Ich könnte mir vorstellen, das ist der letzte. Das letzte Teil ist bestimmt irgendwie gemein versteckt. Das machen die ja gerne mal in solchen Computerspielen. Mal gucken, ne? Ja, wir gucken einfach mal. Wir gehen jetzt... Ach, guck mal da, ne? Ja, da hat es doch schon geglitzert. Hier, was ist das denn? Kann man das anpacken? Kann man das anfassen? Moment, ich muss andersrum. So. Ja, supi. Ach gut, dass wir das gemacht haben. Gut, dass wir das gemacht haben. Wir haben alles. Sehr schön. Und hier ist die nächste. So, Leute. Wir sind wieder draußen. Ja, ich werde ja ein bisschen abkürzen, dann passt das schon. So. Wir haben alles. Du hast es gefunden. Gott sei Dank. Ich bin so erleichtert. Ich konnte eine Ziege küssen. Ja, dann mach das doch. Hast du zufällig eine Ziege dabei? Nein? Dann muss ich das wohl auf ein anderes Mal verschieben. Ja, ja. So, wollen wir uns denn dann mal in Bewegung setzen mit dem Alabasterkörper, Bonnie? Jetzt, wo ich meine Sachen beisammen habe, werde ich Kirsty im 0, nichts besuchen. Weißt du, wie lange das aufs metrische System umgerechnet bedeutet? Nee, weiß ich nicht. Ist aber auch nicht wichtig. Wo ich so darüber nachdenke, es ist ziemlich weit bis zu Birks Gehöft. Es wäre möglich, vermutlich sogar unvermeidlich, dass mein Werkzeug bis dahin schon wieder verloren gegangen ist. Am besten bringst du es hin, damit ich später höchstens noch mich selbst verlieren kann. Ich komme dann bald nach, um die Maschinen in Gang zu bringen. Ja, supi. Das ist doch schon mal ein Wort. Hoffentlich vergisst sie es nicht. Also wir nehmen das alles mit und jetzt gehen wir nochmal bei Steve vorbei. Nee, ihr Lieben. Und dann, oh, jetzt habe ich hier so einen knulligen, nein, jetzt habe ich hier fast so einen knulligen Isländer und schon wieder fast umgeritten. Mensch, die bremst aber auch hier irgendwie im letzten Moment. Tja, normalerweise rase ich ja auch nicht wie so eine Geisteskranke hier über dem Platz, ne? Also es sei denn, ich level. Ihr müsstet mich mal abends leveln sehen, das ist immer gut. Bin ich auch mal so schnell. So, Steve, wir haben jetzt alles. Die Vogelscheuche jedenfalls. Perfekt. Und jetzt sieh gut zu. Ein bisschen hier, ein bisschen da und jetzt noch ein paar Handvoll Heu. So, voila. Oder?
Eine so furchterregende Vogelscheuche lässt die Krähen vor Schreck erstarren. Ja, schön, Steve. Das ist doch mal was. Vogelscheuchen bauen kann er schon mal. Ja, Furcht auf Bestellung, ne? Geh und bring diese Vogelscheuche zurück zu Kirsty und sag ihr, dass ich bald vorbeischauen werde, um ihr zu helfen. Ja, das mache ich doch, aber das mache ich erst in der nächsten Folge, ihr Lieben, denn das wird sonst wirklich zu lang. Ich muss leider Schluss machen an der Stelle. Wir verabschieden uns einfach mal. Und ja, dann müssen wir noch zu Andy. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Bis bald, ihr Lieben. Haltet die Ohren steif, wie immer. Wir sehen uns. Tschüss.